Stirb! Stirb! Okay, der haut nicht mehr zu. Ach, du Arsch. Dann werde ich dich halt alleine töten, weißt du? Wie lange kann das schon dauern? Da mache ich dich alleine kalt, weißt du? Wilfried, du Arsch. Boah, ich hätte gerne so eine andere Waffe. Diese Axt ist zu schwach, ehrlich gesagt. Ich brauche die Schmiede. Ich brauche die Schmiede und bessere Zauber, mehr Mana. Ich brauch alles. Stirb! Jetzt gib nach! Ach, du verlierst wenigstens Minimalleben. Na wohl. Also, dann darf nur ich mich nicht treffen lassen. So, Konzentration, Konzentration. Sag mal, wie lange rollst du denn? So. Einmal so, zack, zack, oder putsch, da, loot. Nochmal hinter dem. So, dann der Roll. Oh Mann, ich muss mich kratzen. Ein unpassender Moment. Oh, ich muss mich kratzen. Ich kann nicht kratzen, wenn ich jetzt meine Hand von der Tastatur los. Okay. So. Oh. Nimm das und das und jedes und dieses und da, la la. Mal hinter dir, la 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 la. Njaundsch, njaundsch, njaundsch. Dass ihm dabei nicht übel wird. Ich meine, mir wäre es oh, ganz schön schlecht, wenn er sich die ganze Zeit herumdreht. Wie so ein Wasserballon. Ja, wir ziehen ja etwas ab. So, nochmal kurz ein bisschen weiter hier hin und dann. So, roll. Roll nicht sehr weit, bitte. Der Part wird natürlich auch irgendwann zu Ende gehen. Also, wenn ich ihr werde, würde ich vielleicht vorspulen. Ist eigentlich, würde ich gerne sehen. Wenn ich dann kurz vorm Ende sterbe, dann raste ich aus. So, nochmal ganz so, richtig draufdrücken. Und. Au, nein, 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 ouch! Wiege ich etwa so viel? So, okay. Der steht jetzt mitten im Raum. Das könnte unser Vorteil sein. Denn wir können immer wieder hinter dem. Nein, das war nicht mein Timer. Das war mein Wecker. So, jetzt haben wir dich. Hätte ich alle meine Schergen, würde ich jetzt auf ihn drauf rennen. So. Der dreht sich, du wirst jetzt krepieren. Mann, das juckt. Mann, ich muss mich schon wieder kratzen, ich hasse das. Wenn man diese kleinen scheiß Insekten in der Nacht, die pieksen ein, da muss man sich an der Stelle immer wieder kratzen. Oh ey, wir haben schon beinahe Winter. Wieso sind sie da? Welche Mücke ist im Winter in Deutschland? Ja. Diggi, was geht ab? Du bist gleich tot, weißt du? Du verkackter Mörder meiner Schergen. Du wirst nicht mehr existieren. Nicht in meiner Welt. Oh, nein, 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 nicht zu lang draufhauen. Verreck. Ja! Yeah! Meine Schergen sind tot! Ich könnte platzen vor Wut. So wie der jetzt platzen wird. Das ist so ekelhaft. Blub, 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 wie alles wackelt, ey. Ey, du hast nichts anderes verdient, weißt du, Willi?
Nimm das. Oh, ich könnte so vor Wut platzen wie der jetzt. Das ist ein wenig widerlich, meinst du nicht? Er sammelt sich in jedem mit einem besonders bösen Charakter. Ah, Mann. Jetzt hat er mit Wilfried fertig sein. Solltet ihr unsere feurigen Freunde suchen gehen. Bevor ich das mache, brauche ich eine Scherge. Ah, mach mal Platz. Mann, du fucking Käfer, mach Platz. Komm, muss ein bisschen schneller gehen. So, du kommst. Boah, ich habe nur noch. Jetzt verzieh dich. Ich habe jetzt nur noch diese Kackschwachen. Ich will die goldene Rüstung von Willi haben. Ja. Es ist nämlich so, jeder Boss, den wir erlegen, hat so eine besondere Rüstungsteil. In dem Fall hat er jetzt den Grillspieß und die Krone von dem Willi. Boah. Der hat jetzt echt meine Nerven gekostet. Dann kommt mal raus. Oh, aber wir haben wenigstens gewonnen. Selbst wenn wir alle unsere so schwach haben. Das ist eigentlich mehr als ärgerlich, wisst ihr das? Ja, ich rette euch. Ich rette euch, meine Süßen. Okay, das klang jetzt für mich ein bisschen komisch. Und das klang jetzt selbst für mich ein wenig sehr komisch. Aber ich mag die Roten. Die sehen so putzig. Mit ihren roten Hörnern. Kommt, ihr braucht alle Rüstung, die ihr alle verloren habt. Eine traurige Schlacht wurde geschlagen. Zwischen Overlord Wilfried und seiner toten Armee. Und das bestürzt mein Herz mit Trauer und Verzweiflung. Und ich rette euch. Oh, sie jubelt uns zu. Ist das nicht süß? Oh. Ja, okay. Sammelt einige Rot um euch her. Wenn ihr eure maximale Hordengröße bereits mit den Braunen erreicht habt, könnt ihr sie am Tor austauschen. Ja. Ihr sollt ein wenig üben, Meister. So, hab ich doch schon. Lasst die Roten jetzt zu der Feuerbarriere da drüben aussperren. Ja, das können Rote. Sie können Feuer, die uns im Weg sind, vernichten. Und das ist praktisch. Ja. Das ist, ja, wieder, weil er wieder gerade gesagt hat. Rote Lebenskraft. Boah. Das ist das rote Schergenest, Meister. Ruf genug Rote zusammen, um es zum Wildpunkt-Tor tragen zu lassen. Macht mal die Insekten kalt. So, einer weniger. Wollt mal bitte die Lebenskraft. Ja, einer weniger, noch einer. Ah, bitte die Lebenskraft mitnehmen. Bitte die Lebenskraft. Die ist sehr wichtig. Die brauchen richtig viel Lebenskraft. Komm. Danke. So. Ah. Es ist so traurig, ehrlich gesagt. Wir haben so viele Braune verloren. Das ist traurig. Ja, macht sie doch kalt. Danke. Ja, die Roten sind die Bogenschützen der Schergenarmeen. So viel könnt ihr ja jetzt wahrscheinlich sehen. Und sie machen Feuer. Was eigentlich ziemlich gut ist. Da zum Beispiel Halblingköche oder fleischliche Kreaturen brennen. So. Gibt es hier hinten etwas? Nee, nur für. Ja, okay. Sag mal, hat Wilfried seine Küche in einer Festung gebaut oder warum ist das so? Ja. Es macht mein Herz traurig, so viele gut gebaute Schergen zu verlieren.
Also irgendwie bin ich also irgendwie doch ein bisschen gedrückt deswegen. Na, wenigstens haben wir jetzt einen, der irgendwie stark ist. Er will jetzt alle. Oh, meine Schergen, ey. Meine armen, süßen Schergen. Wie kann der Willi es wagen, sie alle zu vernichten? Oder überrollen. Aber wir haben gewonnen. Beim zweiten Versuch, muss man sich mal vorstellen. Auf legendär. Noch nicht. Na gut. Mit Freuden, Gnarl. Da gebe ich dir recht. So, hat schon begonnen. Oh, ist das nicht schön. Hallo? So. Es dürfte euch mittlerweile aufgefallen sein, lieber sterbe ich, anstatt meine Schergen. Wieder unten ist zum Beispiel eine Kiste, da ist ja meistens Heilung drin. Komm, nimm's. Ach, scheiß drauf. Ja, Heilung, danke. So weit seid ihr? So, kommt mal zurück. So, rote. Macht man hier schön viel kaputt. Ja, wieso soll es den roten angreifen? Da oben seht ihr das Feuer. Und die braune würde da einfach so reinrennen. Ohne Köpfchen. Na gut, machen wir es so. La 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 la. Da ist er noch. Naja, komm, wir brauchen nicht jedes bisschen Gold. 5000 ist ja jetzt schon ziemlich viel. Für unseren derweitigen Status, sozusagen. Für unseren Fortschritt ist das schon ziemlich weit. Oh, komm. So. Und weiter geht's. Na. Ja, okay. Raute. Oh, das habe ich gerade gemacht. Nicht wenn der eine Dicke da steht. So. Ich muss schön achten. Komm schon, dreht er schnell. Oh, der eine brutzelt schön. Das ist gut. Da kann er unsere Schergen nicht angreifen. So, oh verdammt. Ah, gut. Solange sie die Köche zurückhalten, könnt ihr die Braunen zu diesem Feuer haben Flammen und ein Gemetzel versehen. Gut gemacht. Gut gemacht. Der Koch hat was fallen gelassen. Nur Lebenskraft. Okay. Dann nimmt man das Schergennest mit. Ach, Willi, du bist so doof. Meine Scherge. Es gibt auch noch spätere Momente, wo ich sie wahrscheinlich auch so viel verlieren werde. Und da sind meine Schergen noch besser gerüstet, als sie jetzt schon waren. Oh, ich sehe schon große Frustration kommen. Ich liebe meine Schergen, ich will sie nicht verlieren. Also zumindest in diesem Spiel, also ich keine richtige Liebe, sondern Liebe im Spiel Liebe. Naja, irgendwie so. Naja. Wir haben das rote Schergennest. Vielen Dank. Boah. Ja, nochmal Hintern kratzen. Jubeln und kratzen. Mach ich auch gerne. In der Öffentlichkeit, ne? Schön am Hintern kratzen. Naja. Herr, im Hügelland scheint eine neue Quelle des Bösen aufgetaucht zu sein. Eure Bauern werden. Ja, was es damit auf sich hat, das werde ich euch nach dem Part erzählen. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Part.
Bis dann.